Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Ha, herrlich. Endlich wieder Zelda. Wir waren hier stehen geblieben. Ja gut, was heißt endlich wieder Zelda? Endlich wieder eine neue Aufnahme für mich. Zwischendurch immer mal was anderes gezockt und jetzt ist Zelda wieder dran. Yeah, und wir waren hier stehen geblieben. Das letzte Mal. Moment. Select so. Auf dem Weg hier hatten wir unseren ersten Tempel bestanden und jetzt müssen wir hier oben hin. Nordhoron. Oh! Spindelsumpf, Boxhocks, Boxstube. Aha. Eine Boxstube, cool. Oh! Ich kenne dich aus Link's Awakening. Du warst der letzte Zwischenboss. Boah, voll cool. Was ist denn hier? Man nennt mich Bockfuff. Die Bockflitterinje. Wolfwaff auf die Luft. Uff. Dann steig in den Ring. Heft du 10 Rubine? Okay. Tja, wir flehen. Feen, hör fu. Wir liefern uns den Schlagablauf. Bis einer auf den Ring fliegt. Ohne Tricks. Wenn du die Regeln brichst, kostet dich die nächste Runde 20 Rubine. Und keine Ringe. Nur die Fäuste. Fäuste. Kapiert? Ah ja. Bist du fertig? Davon, lauf! Oh. Ja, ich muss den hier aus dem Ring boxen. Oh! Ach, und Slash! Und jawohl! Da ist der Sieg! Ja, hier, Klitschko, for the win! Ja, wir haben verloren! Deine Fäuste sind auch goldkleiner! Du bist euer Champ hier, die sind für dich! Du erhältst Rikis Handschuhe! Cool! So, und bevor man jetzt hier, man sollte nicht vergessen, sich wieder auszurüsten. Wir haben uns nämlich alles abgenommen. Oh, ach, du Biest! Aua! Nicht wehtun, aua! Oh, hier geht's nicht weiter. Uncool. Ah ja. Aua, aua! Verdammt nochmal! Naja, wir haben Rikis Boxhandschuhe. Jetzt gehen wir mal hier lang. Was haben wir denn hier? Ja, da guckst du doof, wa? Guck, jawohl, da bin ich vorbei. Was haben wir hier? Ja, wenn das nicht Ricky ist. Ich bin Ricky. Der Spindelsumpf ist quasi mein Hinterhof. Gehst du nach Süden, dann um die Ecke und wieder nach oben, bist du dort. Aber ohne meine Handschuhe rühre ich mich nicht vom Fleck. Ein Typ namens Boxox hat sie mir nach einem verlorenen Match abgenommen. Das sind meine Handschuhe. Du bringst sie mir zurück? Vielen Dank. Du musst ja ein zäher Bursche sein, wenn du Boxhaus besiegt hast. Leute, dein Name? Duran? Cooler Name. Ich weiß. Ich bin Ricky. Nett, dich zu treffen. Duran, nimm diese Flöte. Spiele diese Flöte, wenn du mich brauchst. Ich werde dich dann aufsuchen. Du erhältst Rickys Flöte. Ricky eilt dir zu Hilfe, wenn er ihr Spiel gehört. Doch erstmal auf zum Spindelsumpf. Komm in meinen Beutel. Drücke A, um zu schlagen, oder lade eine Kraft zu einem Tornado auf. Ich kann sogar über Löcher und Felsen jumpen. Ja, jetzt sehen wir das. Aber geil. Ja, jetzt jumpen wir hier mit Ricky rum. Wir sind in seinem Beutel, hammer eklig. Da ist der fiese Känguru-Schleim da drin. Gehst du auf ein Loch zu, springe ich einfach drüber. Probiere bla. Hui! Ricky. Ricky voll cool, sagst du. Ja, jawoll. Aber erstmal weggefetzt. Ja, hier, Zora, guckst du Scheiße, wa? Da bist du weg. Da sagst du nix. Bam! Lass mal voll dir aufs Maul geben. Okay, da ist ein Gashakernplatz. Da wollte ich jetzt noch nicht hin. Hui, juhu! Die kann ja nicht wegfetzen. Ausweichen! Boing, boing. Ja, mit Bricky müssen wir jetzt in Richtung Spindelsumpf. Da gehen wir nachher noch hin. Erstmal alles wegfetzen, was hier rumsteht. Ein Felsen wie dieses ist nur ein Hüpfer. Ich springe, wenn du dich darauf zubewegst. Probier's mal. Das war einfach. Spindelsumpf, ahoi.
Na, guckst du doch, war hier, also Brühl. Willst dich prügeln? Komm her, komm her. Hier, ach, so. Boah. Weiter geht's. Oh, cool, neue Kerne. Du erhältst Pegasus-Kerne. Sie verlängert das Tempo des sagenhaften Pferdes. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Komm, Ricky, weiter geht's. So. Brauchen wir alles später. Kannst du auch Felsen? Nein, Felsen kannst du nicht zerschlagen, du Nutzloser. Aha. Oh, Sokrates pennt auch wieder da hinten. Ja, hier müssen wir, um in den nächsten Tempel zu kommen. Da ist er. Das Wasser ablassen. Nur wie? Wie soll es gehen? Aua. Wow, ausgetrickst. Ciao, Ricky. Du willst in den Sumpf? Ein Jammer, dass ich den Schlüssel verlegt habe. Toll. Wie kannst du den Schlüssel verlegen? Vielleicht bestimmt hier drunter. Ein Schalter. Da jetzt nicht, er liegt da drin. Der Schleusenschlüssel, nun kannst du die Schleusentore öffnen. Ach, da ist er hin deponiert, bla bla. Pfütze dort draußen. So, hier können wir rein. Was willst du uns wohl sagen? Doch, Arcanum war ja wohl richtig. Blaue Frucht. Verleiht hohe Geschwindigkeit. Richtig. Achtung. Oh, scheiße. Ah, scheiße. Das bringt ja gar nichts. Da brauche ich ja die Pegasus. Aua. Noch was anderes für. Oder nicht? Ach, ich stand zu lange drauf. Ach ja, klar. Ciao, Ricky. Warte mal, Ricky, komm hin. Ja, ist egal. So. Lol. Ich bin auch ein Trollo, ey. Moment. Nein! Ah doch, Moment, ich muss doch... Ja, richtig. Ich muss hier unten hin. Kann doch nicht jeder von echt sein. Es bestimmt einer ist. Ne? Flup. Weg. Oh, du Bestie. La 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 la. Ah, hier haben wir solche Fake-Dinger. So. Jetzt auf der anderen Seite. Hi Sokrates. Es ist wie ich es vorhergesehen habe. Eine weitere Kraft der Jahreszeiten wird benötigt. Das bedeutet, du musst eine Verbindung zum Sobrisianischen Grund finden und zum Tempel der Jahreszeiten gehen. Okay. I will do this. Was willst du mir andrehen? Sei gegrüßt, Teil meiner Weisheit. Südlich des Schleusentores ist ein seltsamer Wirbel, der in eine andere Welt führt. Da habe ich dir Auskunft gegeben, also kauf etwas, ein Schild. Nö. Kauf du jetzt kein Schild. Oh, kein Gasha-Kern mehr. Schade. So, und hier brauchen wir den Schleusenschlüssel. Jetzt öffnen wir die schöne Schleuse. Ja, voll wasserfallmäßig. Und jetzt können wir da auch drin rumweiern. Und dank dem Typen hier wissen wir auch, oh, da kommt auch den Stab schwingen. Ach ja, jetzt müssen wir hier runter. Oh, jetzt geht's hier durch. Aua. Oh, toll, falsch. Volles Met erwischt, ey. Achso, da links geht's noch weiter. Da ist der Wirbel. Kommen wir nur hin. Duftkerne. Da unten ist der Wirbel. Da muss ich hin. Da komme ich nicht hoch. Und hier ist vorbei. Da unten komme ich auch nicht weiter. Hm.
Das ist ja jetzt doof. Was muss ich denn machen? Oder muss ich jetzt... Ich muss es... Was ist denn, wenn ich Winter mache? Dann friert doch hier alles ein, ne? Naja, ihr seid alle schon viel früher drauf gekommen als ich, aber... Winter! Ich hab's auch geschafft. Juhu! Gletscher! Und Sokra pennt sich immer noch ein. Ciao, Sokra! Aha, alles zugefreest. Selbst das hier. Geil. Oh, andere Richtung. Jetzt hier was. Nee, das ist ja unten wird. Sind die Bäume da weg? Nee. Was ist denn jetzt hier anders? Da war da ein Weg jetzt. Hier ist auch kein Weg. Ah, nein, du musst ja da weggehen. Scheiße, ich sterbe ja. Mein Herz! Verflixt nochmal, was müssen wir tun? Ricky, kannst du mir helfen? Danke, komm her. Du kannst mir doch bestimmt helfen, dass ich da hochjumpe. Wieso kannst du das nicht? Ja, geht doch. Mein Gott, Ricky. So, geht doch. Danke, Ricky. Jetzt verpiss dich. Da ist er. Ein Weg zum sublusianischen Grund gefunden. Wo sind wir denn hier gelandet? Aha. Ein Markt? Oh, geil. Der hat ein Herzteil. Cool. Wir müssen später hin. Auf komischer Zeugs im Bazar. Ah. Hier sind wir gut. Hier ist der Strand. Hier im Sand findet man auch mal sternförmiges Erzgedöns. Rosas mystische Halskette öffnet jede Tür. Tja, Stars haben die coolsten Spielsachen. So, und da ist Rosa. Ich bin Rosa. Meine liebste Schleife ist auf die See hinausgetrieben. Ich wollte den Tempel erforschen, weißt du? Aber so kann ich unmöglich raus. Ja, und jetzt müssen wir... hier am Strand Erze sammeln. Blaues Erz. Ein. Rotes gibt, glaube ich, 5. Es gibt immer mal so Biester hier. Und es gibt auch noch anderes Erz. Sternförmiges, haben wir gerade gehört. Ich weiß gar nicht. Und dann gibt es, glaube ich, noch eins, das 50 bringt oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Und das müssen wir jetzt machen. Und, ja, wie gerade gesagt, auf sternförmiges Erz achten. Komm, jetzt sieh zu hier. Ich will nicht allzu lange hier rumgraben. Das ist wichtig, das Graben, denn ich möchte gleich die Sachen kaufen, die es da gibt. Dann muss ich es nicht nochmal machen. Ach ja, Subrosia. Schöner Ort hier. Nicht. Aber rotes. Übrigens sogar 10. Geil. Wie halt aussieht jetzt hier alles über alles zerflücht. So, und hier ist, glaube ich, irgendwo das, ist hier das sternförmige. Ich weiß es nicht. Irgendwo liegt hier sternförmiges Erz. Das müssen wir auf jeden Fall haben. Denn das sternförmige Erz, das können wir tauschen oben beim Markt. Und dafür gibt's. Was gibt's denn dafür nochmal? Ah, die Schleife. Die Schleife gibt es dafür. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. So, ich glaube, hier ist die Schleife. Ich werde Rosa etwas Nettes schenken, dann wird sie mit mir gehen. Krasse Idee. Wie wär's denn mit Erz? Erz kommt immer gut an. Schaufel, Buddel, Buddel, Schaufel. Nein! Da ist Lava hier unten, da dürfen wir nichts reinfallen lassen. Wäre uncool. Das ist sternförmiges Erz. Vielleicht kann man es gegen etwas Besonderes eintauschen. Nee, kriegt man nur... Ey, ich wollte hier bleiben.
kriegt man nur eine komische Schleife für. Ist gar nicht so toll. Also sternförmige Erz gibt es nur einmal. Wenn ich doch nur einmal mit Rosa ausgehen könnte. Aber wie bringe ich sie dazu, sich für mich zu interessieren? Wow. Die können auch Feuer spucken. Ganz uncool. Und die machen auf unserem jetzigen Levelstand machen sie enormen Damage. Was haben wir hier noch? Ich habe gehört, Rosa hat ihre Schleife verloren. Ich schaue nach etwas anderem, was ihr vielleicht gefallen könnte. Naja. Wir holen eine Schleife. Aber diese Ebene möchte ich noch eben auspflügen. Aber ein schönes Muster rein hier. Spannend ist was anderes, Leute. Ich verstehe, wenn jetzt der ein oder andere sagt, boah, Matze. Ah, ich doch Kämpfe zwischendurch. Mach doch mal was Interessanteres. Ja, werde ich tun. Keine Angst. Aber natürlich zählt auch das hier dazu, denn... So, geschafft. Ich brauche Erze, um mir etwas Schönes kaufen zu können. Lalalala. Lalalala. Auch hier kann man buddeln, übrigens. Alles schön kaputt machen hier. Alles kaputt machen. So, 130 ist ein schönes Zap. Brutzel, erstmal in Lava gejumpt. Hallo. Wenn dir etwas gefällt, können wir handeln. Erstmal die Schleife. Eine hübsche Schleife. Ich tausche sie gegen sternförmiges Erz. Was meinst du? Naja,